Das Unternehmen Planet 49 veranstaltete kostenlose Online-Gewinnspiele. Sein Geld verdiente das Unternehmen über Werbung. Wer die Webseite besuchte, fand ein Kästchen vor, in dem das Häkchen bereits gesetzt war. Damit willigte der Nutzer in das Setzen von Cookies ein. Cookies sind Textdateien, die der Anbieter einer Website auf dem Computer des Nutzers speichert. Besucht der Nutzer die Seite erneut, wird er durch den Cookie wiedererkannt, das Surfen wird ihm erleichtert. Die Seitenbetreiber erlangen darüber aber auch Informationen über das Nutzungsverhalten und können so personalisierte Werbung schalten. Das europäische Recht verlangt, sind Cookies nicht zwingend erforderlich für das Nutzen der Website, muss der Nutzer vorher einwilligen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband klagte deshalb gegen die voreingestellte Einwilligung. Der Nutzer müsse sich aktiv für die Cookies entscheiden. Weil es sich um eine europäische Richtlinie handelt, fragte der Bundesgerichtshof zunächst bei den europäischen Richtern nach. Heute dann die endgültige Entscheidung in Karlsruhe. Der EuGH hat gesagt, es ist keine wirksame Einwilligung, wenn hier ein voreingestelltes Ankreuzkästchen vorgesehen ist, das von dem Nutzer dann abgewählt werden muss. Das genügt nicht den Anforderungen, die nach dem Unionsrecht an eine Einwilligung zu stellen sind. Das bedeutet, Webseitenbetreiber, die es noch nicht machen, sind verpflichtet, ab sofort die Nutzer zu informieren. Die müssen aktiv einwilligen, wenn Cookies nicht zwingend erforderlich sind. Und ich spreche jetzt mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Ulrich Kelber. Guten Tag. Guten Tag. Herr Kelber, jetzt heißt es also, der Haken für die Cookiespeicherung darf nicht voreingestellt gesetzt sein. Wie bewerten Sie das Urteil? Sind Sie zufrieden? Ich freue mich sehr über das Urteil. Das ist eine gute Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger. Niemand muss sich die Beobachtung seines Verhaltens unterschieben lassen. Und das Gericht hat damit auch die Rechtsauffassung der Datenschutzbehörden bestätigt. Auf praktisch jeder Webseite wird ja allgemein auf Cookies hingewiesen, aber die meisten Nutzer lesen darüber einfach hinweg. Sind wir dazu leichtsinnig? Man sollte sich schon anschauen, was dort angeboten wird. Jetzt haben wir eine klare Situation. Man muss für jeden Cookie, der nicht für die Funktionsfähigkeit der Website notwendig ist, eine Einstimmung einholen, aktiv. Und ich hoffe, dass diejenigen, die anklicken, das sich auch durchlesen. Nun sagen ja Umfragen, 2/3 der Nutzer sind genervt von den immer wiederkehrenden Cookie-Hinweisen. Geht das denn nicht auch ohne? Ich glaube, dass es in vielen Fällen ohne diese Cookie-Hinweise gehen sollte. Niemand benötigt diese besondere Form personalisierter Werbung unbedingt. Viele Angebote können auch in anderer Form mit Werbung finanziert werden, ohne das exakte individuelle Verhalten auszuspionieren. Wo sehen Sie denn die Gefahr eines Missbrauchs? Sie erwarten an vielen Stellen als Nutzerin oder Nutzer einer Webseite nicht, dass die Tatsache, dass Sie hier unterwegs sind, was Sie anklicken, was Sie anschauen, tatsächlich erhoben, verarbeitet und auch mit Dritten geteilt wird. Stellen Sie sich vor, Sie wollen sich über ein bestimmtes Krankheitsbild auf einer Webseite informieren, sogar eines bekannten Anbieters. Da rechnet niemand damit, dass im Hintergrund 1-2 Dutzend Tracker installiert werden oder auch Cookies abgespeichert werden und der Nächste es wieder auslesen kann. Dieses Ausspionieren muss vorbeigehen. Nun argumentiert ja die Werbeindustrie oft, es sei doch gut für Nutzerinnen und Nutzer, Werbung präsentiert zu bekommen, die einen auch wirklich interessiert. Was setzen Sie dem entgegen? Wer das möchte, kann auch nach wie vor einwilligen. Er kann sich auch bei Anbietern Profile, nach denen er Werbung eingespielt bekommen möchte, anlegen. Wer das aber nicht möchte, wer unbeobachtet sich informieren will, wer nicht möchte, dass viele Anbieter wissen, für welches Thema ich mich interessiere, für welche politische Partei, für welche Veranstaltungen, der darf dazu auch nicht gezwungen werden. Es scheint, als sei man früher, was Datenschutz angeht und das Internet auch angeht, ziemlich allein gelassen worden. In den letzten Jahren werden die Nutzerrechte aber immer weiter gestärkt. Was muss denn noch passieren, dass wir uns im Netz völlig sicher bewegen können? Man muss natürlich mit dem Stand der Technik auch Schritt halten. Das europäische Datenschutzrecht, das jetzt seit 2 Jahren voll wirksam ist, hilft auch den Datenschutzaufsichtsbehörden, diese Nutzerinnen und Nutzerrechte durchzusetzen. In diesem spezifischen Fall hatten wir einen Widerspruch zwischen dem geltenden europäischen Recht
und dem deutschen Telemediengesetz, da es seit 2 Jahren jetzt überfällig, dieses Recht anzupassen und in Deutschland den aktuellen Stand des Rechts herzustellen. Dankeschön für das Gespräch. Das war der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Ulrich Kelber.